Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück. Wir gehen runter in Feroz zum Torianer, der die ganzen Leute manipuliert hat, und schauen uns den Typen mal an. Bin ein bisschen gespannt. Hat er anscheinend übernatürliche Kräfte. Zwischen Sequenzen passiert gar nichts. Na gut. So. Wir wohnen auf jeden Fall unter Suhob. Das heißt, wir müssen richtig weit runter gehen. Das ist er, glaube ich. Okay, er ist nicht gerade klein, wie man sieht. Okay, wir müssen nur das Ding finden und ein paar Kugeln. Was zum Teufel ist das? Das ist eine Pflanze. So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden. Krasses Teil. Wäre das jetzt ein Bosskampf? Aber rundherum sind so kleine Nupsis. Vielleicht können wir die abschießen. Gleich schon mal analysieren, das Ding. Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben. Etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Oh oh. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. Müssen unsere Schilder kurz wieder kommen, bitte? Das wäre super. Kommandant, hier wächst etwas. Sehen Sie mal. Vielleicht. Denke, wir sind bereit, Shepard. Not machen wir jetzt kaputt. Sein. Okay, lass mal gucken, ob wir noch mehr davon finden. Gehen wir mal hier. Sind wir von hier gekommen oder sind wir von hier nicht hier gewesen? Oh. Das macht irgendwas. Noch so ein Azari-Klon. Oh. Die sieht auch nicht nett aus. Warten wegen den Schilden, wir nehmen auch kurz ein bisschen Energie, oder? Runter jetzt! Okay. Bereich ist sicher.
Da oben sonst duden sich gerade. Mal kurz hier was raus. Haben wir? Da ist noch so ein Punkt. Na, das findet der uncool, glaube ich. Aber wir müssen es ja irgendwie. Entschuldigung, ja, Dari-Tante. Sie, ach, die war die ganze Zeit bei uns. Blöde Tante. Bereich ist sicher. Okay, gehen wir weiter. Alle Knoten müssen wir vernichten, wie es aussieht. Noten hat das Viech, fragt man sich, ne? Ich habe gedacht, dass das ein guter ist vielleicht, aber. Ah! Nein! Das ist nicht euer Ernst. Da war ich zu mutig. Da war ich zu mutig, da reinzugehen. Oh, das war ja ärgerlich. Müssen wir den ganzen Noten jetzt nochmal machen? Wahrscheinlich, ne? Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb. Okay, von hier unten alles normal machen. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Also kann es uns egal sein. Ganze nochmal. Das sollte es beschäftigen. Es müssen noch mehr davon hier sein. Definitiv. Noch ein Torianer. Quatsch. Ein Asari-Klon. Ja, die guckt auch ein bisschen böse, ne? Muss man mal sagen. Nicht so gut, ne? Von uns? Verdammt, ey. Da habe ich mir was eingefangen hier. Nun gut. Ja, gut, wir holen uns noch hier schnell was.
Ich erreiche bald das Limit. Okay, mir ein paar Sachen mal verkaufen. Okay, ich gehe mal ganz kurz in die Ausrüstung und will mal gucken, ob ich hier noch irgendwas Spezielles habe für mich. Habe ich aber nicht. Aber bei den Upgrades. Ich mache bei mir mal Brandmunition drauf. Kurz geheilt. Also ich bin immer noch vergiftet. Ich muss mich gleich mal entgiften. Aber das dauert dann noch ein bisschen. Das dauert ewig. Also müssen erst die Viecher weg haben. Auch schon eigentlich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die letzte Tante hier auch noch erledigen können. Gut. Danke, Ashley. Lebt noch. Oh. Lebte, Entschuldigung. Also das Ding findet das nicht so gut, dass wir alles abschießen hier, aber was soll man machen? Wie viele Klone will sie da noch machen? Fragt man sich da, ne? Den haben wir abgeschossen. Okay, also hier gibt es keinen richtigen Weg mehr, oder? Ach, da müssen wir, okay.
Da unten sind welche anscheinend. Die ist hier unten längs. Alle mal heilen kurz. Ein Gegner ist da noch irgendwo. Ist die Frage, ob ich jetzt hier auch speichern kann kurz. Ne, das kann ich nicht. Schade eigentlich. Doch, jetzt. Speichern direkt mal nicht, dass wir gleich nochmal sterben und dann müssen wir alles normal machen. Das wäre natürlich blöd. Ich glaube, da ist noch ein Punkt, ne? Das Asari-Klon. Problem ist. Das Einzige, was gefährlich werden kann, ist halt immer dieser Klon, weil der so flink ist. Ich glaube, die anderen Viecher sind uns eigentlich mehr oder minder unterlegen. Vielleicht zu erledigen, wenn die alle weg sind. Ne? Okay, was passiert jetzt? Oh oh. Ach, das ist die, die da drin war, von denen er immer geklont hat wahrscheinlich. Ich bin frei. Ah, ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Wer ist sie denn? Wie sind Sie im Inneren dieses Dings gelandet? Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Ich kam in diese Welt, weil ich auf der Suche nach dem Torianer war. Saren brauchte sein Wissen und er brauchte meine biotischen Fähigkeiten, um mit ihm zu kommunizieren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Torianer zu stärken. Das ist ja schrecklich. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Torianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Torianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was kann das denn? Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Torianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Der Dechiffrierer ist also Wissen. Dann hat der Torianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie?
Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Torianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Es muss einen Weg geben. Ich brauche dieses Wissen, um Saren aufzuhalten. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Oh oh. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich kriege selber einen leptischen Anfall gleich. Ich habe Ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von Ihnen. Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Shepard? Was hat sie getan? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Sie sehen ein wenig grün um die Nase aus. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Da Sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. So. Sie haben es geschafft. Da der Torianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeny-los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Sehr gut. Gut, dann geht's wohl zurück zum Schiff. Wir könnten auf Feros natürlich noch einige Aufgaben machen, aber ich sage, für heute reicht's und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!